Ein Chat mit Peter Michael Reichel gab es Montagnachmittag in der OÖ-Nachrichten-Sportredaktion. Unmittelbar nach der LASK-Mitgliederversammlung stand der noch LASK-Präsident Nachrichtenlesern und Redakteuren Rede und Antwort. Herr Reichel, heute ist die erste LASK-Vollversammlung über die Bühne gegangen. Am Freitag steht die nächste an. Könnte die LASK-Übernahme dann endlich in trockene Tücher gebracht werden? Da muss man mal sagen, dass heute eine sehr positive, konstruktive Atmosphäre war bei der Hauptversammlung und alle wollen, dass der LASK sozusagen möglichst erfolgreich ist und möglichst gut überlebt und in der Zukunft gut aufgestellt wird. Die Option, eine weitere Vollversammlung zu machen, hängt eigentlich von den Investoren ab, weil das war ja ein Wunsch der Investoren. Also sollten die Investoren eine weitere Hauptversammlung wünschen, um auch installiert zu werden im Präsidium etc., werden wir eine weitere durchführen. Ihre Tochter Sandra Reichel ist heute bereits als Vizepräsidentin zurückgetreten. Werden Sie dem LASK gehalten bleiben? Na, ich stehe auch zur Verfügung sozusagen und sowohl im LASK als auch außerhalb des LASK. Wenn die neuen Verantwortlichen mich dabei haben wollen, bin ich dabei und wenn sie das nicht wollen, bin ich nicht mehr dabei. Meine Tochter hat das erste jetzt sozusagen gezeigt, dass wir bereit sind, uns zurückzuziehen auch und ich freue mich sehr, dass mein Magister Roland Schwab, ein sehr erfahrener Mann im Fußball und Rechtsanwalt, jetzt in das Präsidium eingetreten ist und mit mir gemeinsam die Geschicke leiten wird. Wie geht es mit den Spielern weiter? Sie warten ja immer noch auf ihr Geld. Könnte es auch bis Freitag in dieser Kasse zu einer Übereinkunft kommen? Wir gehen davon aus, dass spätestens bis Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche dann eine Klärung diesbezüglich getroffen werden kann. Und wir werden dann mit den Spielern entsprechend das Ganze besprechen. Bis jetzt war es so, dass die Spieler sich sehr geduldig gezeigt haben. Ich möchte allen Spielern ausdrücklich danken für ihr Verständnis für die Situation und wünsche uns, dass die Mannschaft geschlossen zusammenhält und im Frühjahr den Meistertitel schafft.